TV. Also bevor ich zum MMA gekommen bin, habe ich allerlei Kampfsportarten gemacht. Ich habe angefangen mit Judo, habe ein bisschen Kung-Fu gemacht, ich habe geboxt und Kickboxen trainiert. Und eines Tages kam dann im Fitnessstudio ein älterer Kumpel zu mir und hat erzählt, er macht Streetfight. War ich erstmal interessiert, habe mich gefragt, was es ist. Und dann hat er gesagt, ne, das ist nicht für kleine Pisser. Er war ein paar Jahre älter als ich. Und ja, dann hat er mir dann erst nach ein paar Monaten Bescheid gesagt, wo man denn da trainieren kann. Und die ersten Wochen, als ich das trainiert habe, dachte ich wirklich, wir trainieren hier Streetfight. Dann irgendwann mal haben mir die halt erklärt, das ist Free Fight und nicht Streetfight. Und ja, es waren natürlich die Anfangsschritte hier in Deutschland. Das war vor über 10 Jahren. Da war die Szene noch nicht so weit entwickelt und natürlich war unser Training auch noch nicht so gut. Und Schritt für Schritt haben wir das dann alle zusammen eben weiterentwickelt, bis wir jetzt eben hier gelandet sind. Also für mich ist MMA die Königsdisziplin des Kampfsports. Es ist eine sehr... Also im MMA kann man wirklich herausfinden, wer der beste Kämpfer ist. Im Boxen kann man herausfinden, wer am besten boxt. Im Judo kann man herausfinden, wer die besten Würfe hat. Aber im MMA kann man meiner Meinung nach am besten herausfinden, wer der beste Kämpfer ist. Natürlich gibt es Verbote. Man darf nicht in die Eier schlagen oder in die Augen stechen. Klar, das geht nicht, so würde man sich zu schwer verletzen. Aber auf einer sportlichen Ebene ist das die ultimative Kampfsportart, der ultimative Test, die ultimative Disziplin, um eben zu sehen, wer der beste Kämpfer ist. Und das ist das, was mich daran fasziniert. Es ist nicht limitiert. Ich kann Techniken aus allen Disziplinen anwenden und der, der die beste Technik hat und sie am besten anwenden kann, ist der, der am Ende gewinnt. Also bei meinem ersten Kampf wusste ich noch nicht so wirklich, worauf ich mich einlasse. Ich war bei einem Grappling-Turnier und habe dort im Finale gegen einen sehr kräftigen Kämpfer aus Leipzig damals verloren und sein Trainer ist nach dem Turnier auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht mal Free Fight kämpfen möchte. Und meine Frage war dann so, ja, wie genau, was ist denn das? Hat er mir halt erklärt. Das waren damals noch Vale-Tudo-Regeln, also mit Tritten zum Kopf am Boden, also so gut wie alles erlaubt. Man durfte sogar noch damals Haare ziehen im Jahr 2004 in Leipzig. Und die nächste Frage von ihm war dann, wie alt bin ich? Habe ich gesagt 16, hat er gesagt, nee, 18. Habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann bin ich 18. Also ich war eigentlich noch zu jung, um da offiziell mitkämpfen zu dürfen. War dann mir aber in dem Moment egal. Und 2 Monate später stand ich dann das erste Mal im Ring. Und erst als ich die ersten Vorkämpfe gesehen habe, wusste ich dann, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Also so kurz vor meinem ersten Kampf hatte ich schon einen Schiss. Habe ich mir eigentlich gedacht, so, oh Gott, auf was hast du dich hier eingelassen? Weil da vor mir sind die Leute reihenweise K.O. gegangen. Ja, und ich wollte halt nicht, dass das gleiche Schicksal mich trifft. Als Profi-MMA-Kämpfer sieht man Verletzungen als Kollateralschaden. Ich denke nicht nur als MMA-Kämpfer, als jeder Profisportler weiß, dass Verletzungen eben zum Beruf dazugehören. Das akzeptiert man und darüber macht man sich eben dann nur im Kopf, wenn es soweit ist. Und probiert halt eben das dann so schnell wie möglich wieder auszukurieren. Wenn man Angst, zu viel Angst davor hat und die ganze Zeit vorsichtig ist, dann passiert es erst recht. Also vor meinem ersten UFC-Kampf war ich sehr nervös. Ich wusste, dass sehr viele Leute zuschauen werden. Jetzt nicht nur die gesamte deutsche MMA-Szene, sondern eben auch weltweit. Ich meine, die UFC ist die höchste Liga in unserem Sport. Viele Augen waren auf mich gerichtet. Niemand wusste, was von mir zu erwarten ist. Ich war eben ganz neu in der UFC. Und ich hatte ehrlich gesagt ziemlich Schiss, dass ich versage. Also ich dachte, meine größte Angst war, ich gehe hin und werde innerhalb von den ersten Sekunden irgendwie brutal K.O. geschlagen und liege dann einfach da. So, das war irgendwie meine größte Angst. Und ich glaube, dadurch, dass ich so Angst hatte zu verlieren und das eben um jeden Preis verhindern wollte, habe ich dann vergessen, dass ich eigentlich gewinnen will. So in meinem Kopf war, du darfst nur nicht verlieren, du darfst nur nicht verlieren. Und ich habe den Kampf damals nach Punkten verloren. Aus dem einfachen Grund, dass ich zu wenig Druck nach vorne gemacht habe. Ich war einfach drin, um den Kampf zu überstehen, ohne großartige Offensive. Und es war auch bis heute, bis Abstand, mein schlechtester Kampf, war mein erster UFC-Kampf. Nicht, weil ich nicht gut trainiert war. Ich war besser in Form als je zuvor. Ich hatte das beste Trainingscamp, was man zu der Zeit haben konnte für meine Verhältnisse. Alles hat gepasst, nur eben die Einstellung zum Kampf war nicht die richtige. Die mentale Verfassung ist das Wichtigste für einen Kämpfer. Das Gehirn ist der größte Muskel und man kann noch so gut trainiert sein. Wenn die Schaltzentrale nicht in den richtigen Momenten schaltet, dann wird auch der besttrainierte Kämpfer keinen Erfolg haben können. Und das ist eben wichtig, dass zum Zeitpunkt des Kampfes alles passt.
Ja? Eine der wichtigen Sachen ist zum Beispiel Selbstbewusstsein. Ohne Selbstbewusstsein sollte man meiner Meinung nach nicht in den Ring steigen. Dann fehlt vielleicht auch die nötige Aggression und wenn man nicht an sich selber glaubt, wird es schwer sein, einen Kampf zu gewinnen. Es ist, die Psyche eines Sportlers, speziell eines MMA-Kämpfers, ist meistens, kann schon sehr kompliziert sein. Und da die richtige Einstellung zu finden, eben in diesem Moment, auf den wir monatelang hintrainieren, da die Höchstleistung zu bringen, das ist schon eine Kunst für sich. Und an der Spitze können solche, ich sag mal, Kleinigkeiten dann eben auch den Unterschied machen. Wenn man in Situationen ist, in denen man vermeintlich vielleicht nicht mehr rauskommt und man sich dann wieder doch daran erinnert, wie wichtig das Ganze ist und was man dafür geopfert hat und so weiter und so fort, kann es den gewissen Unterschied machen. Und ja, wie gesagt, das Gehirn ist der größte Muskel und wenn der richtig eingestellt ist, dann läuft alles andere auch wunderbar. Abonnier diesen Kanal. Mushi.